Weil die hat man bis jetzt noch gar nicht. Also außer die kleinen Teile dort, die ich letztes Mal gekauft hatte extra. Die habe ich mir extra gekauft. Ich hab ja sonst nicht, weißt du, gönnt man sich ja mal was. Einmal im Jahr. Ich habe ja schon mal überlegt, hier so ein bisschen zu investieren und, wie soll ich sagen, die Bewegungsform meines Kollegen hier mal zu ändern, weil das regt mich so auf. Aber es gehört eigentlich zu den Red Lanterns dazu, dass die fliegen können. Weil alle Lanterns können fliegen. Das gehört, das ist ja die Kraft des Ringes, Alter. Warum sollten die denn nicht? Leistung eingeschränkt. So. Oh, ich liebe diese Angriffe. Jo. Feind an. Bam. Boom. Und auch die Combo-Moves sind so krass. So kranker Scheiß. So. Dann haben wir den, haben wir. Haben wir den hier schon? Haben wir auch schon. Ja, welcher fehlt denn noch? Welche fehlen denn dann noch? Besser gefragt. Da hinten ist noch ein weißer. Ah, Freunde. Freunde der Sonne. Oh, ich habe keinen Bock, die richtig anzugreifen. Mann. Ey. Ich hab darauf keine Lust. Habt ihr es nicht verstanden? Möchte jetzt nicht mit euch spielen. Ja, ja. Jut, haben wir. Protokoll Alpha eingeleitet. Sie so. Identifizieren. Kämpft er jetzt nicht für mich? Ich glaube schon, ne? Verbindung zu Brainiac. Dann tötet doch diesen Unterjocher, Alter. Kann jetzt nicht so schwer sein. So, dann hatten wir da hinten noch irgendwo einen so ein Teil, wie ich es gesehen hatte. Leistung eingeschränkt. Ja, der kriegt auf dein Schnauze. Ich werde zurückgehen und Signal verloren. Warum schießt der auf mich eigentlich? Achso, er schießt auf den da hinten. Neues Signal hergestellt. Dam, dam. Boom! Geringer Schaden. Signal verloren. Wiederherstellung. Warte, wo war das jetzt? Der Teil. Nach oben. Nee. Achso, noch weiter nach oben. Da lang. Okay. Na komm, Kollege. So nicht. Neue Anweisung erhalten. Leistung eingeschränkt. Yo, den lege ich Majordomus initiiert Windweisung zu Brainiac. Kryptonitvorrat wird sofort transportiert. So, machen wir drei von den Kollegen. Drei, drei, drei. Uno, dos, tres. Ziel identifizieren. Einer von uns über. Yo. Verteidigungssequenz des Kontrollzentrums. So, und jetzt wird Sekundärregulator Beta, Zeta. Kryptonit wird transportiert. Anweisung, Kryptonit beschützen. Eindringling eliminieren. Schaden erlitten. Wo sind die anderen Kollegen? Die kommen noch nicht? Achso, doch. Yo. Uff, uff. Yo, 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 yo. Ja, da hat jemand hier reingeschmissen. Super Sache. Wirklich. So, dann haben wir das auch. Sehr schön. Freut mich. Beginne Kampf. Oh, so. Geringer Schaden. Ja, ich wüsste gern, was er schätzt, wie lange wir noch brauchen, um den hier mal auf Level 30 zu kriegen, den jungen Kollegen. Das scheint ja nicht mehr so lange zu sein. Hälfte haben wir geschafft. Ich weiß gar nicht, wann haben wir das DLC geholt? Vor einem Monat? Nicht mal, oder? Na, als rauskam. Doch, vor einem Monat. Vor genau einem Monat. 28. Alpha eingeleitet. Obwohl, nee, bei uns kam später raus. Also, für die Premium-Spieler und so. Wie mich.
10 angegriffen. Ja, die Legendären hatten es am 28. und ich hatte es... Na, wann hatte ich das? Komm, wisst ihr doch, wann ich das hatte. Ich weiß, dass ihr das wisst. Wieder aufladen beendet. Zerstörungsstrahl wird abgefeuert. Piss dich doch nicht hier einfach so. Wisst ihr, hast du die Aufgabe, dass die Akkumulatoren fertig machst, dann rennen die weg? Das ist doch auch keine Lösung. Ey, da rennen die echt weg. Guck dir das an. Da rennen die weg. Ah, den macht er gut. Nee, ich bin nicht dafür gedacht. Ich soll kämpfen. Ich bin fürs Kämpfen da. Als Frontkämpfer muss man bestimmt viel einstecken, wa? Das ist doch so die Rolle eines Frontkämpfers. Viel einstecken und... Ja, denke ich. Geringer Schaden. Das ist so meine Vorstellung von einem Frontkämpfer. Viel einstecken können und immer als erster reinrennen. Sag mal, was ist denn mit den Viechern los? Kann doch nicht deren Ernst sein jetzt. So, wo haben wir das letzte Kryptonit? Achso, es wird gerade geborgen. Wow. Major Domus. Ja, Kollege, ist gut. Ich weiß, wie du heißt. Nein, noch nicht angreifen. Oh, Alter. Man greift euch einfach so einen Endboss an, oder? Macht man sowas? Macht man sowas? Mal im Ernst. Ich weiß, ich hab's ja auch schon mal falsch gemacht, aber... Nur weil die anderen nicht reinkamen. So wie jetzt zum Beispiel. Was machen die Kollegen denn schon wieder? Kaffeekränzchen? Ah ne, da ist der Nächste. Nicht ja. Jo. Greif ihn einfach an, wahrscheinlich, oder? Dies, das. Raketenbeschuss auslösen. Jo, dann schlage ich den mal zusammen, oder? Beginne Kampf. Geringer Schaden. Von Major Domus wird ein Notruf gesendet. Ist doch kein Ding. Halt kein Problem, wenn das halt macht. Kollegen. Major Domus ist ja normal. Und weiter geht's. Usch. Raketensequenz starten. Bam, 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 bam. Raketenzielerfassung. Jo, den schlag ich zusammen. Links, rechts, oben, unten. Ah, Verteidigungsschiff ist aktiv und ich bin weg. Ey, Leute, ihr solltet euch vielleicht nicht hereinstellen, so wenn das Schiff gerade zu die Verteidigung aktiviert. Kann ich nie empfehlen. Gerade du, Damon. Ja, flieg da rum, ist eine gute Sache. Wenn du ein Leben verlieren willst. Versteck dich. Ist der echt behindert oder was? Das macht doch voll Damage, oder? Merkt man sowas nicht? Also ich meine, ich hab's ja auch mal nicht gemerkt, aber... Raketenbeschuss auslösen! Man merkt das doch irgendwann so, Alter, ich krieg Schaden, ich muss hier weg. Und nicht die ganze Zeit im Kreis liegen. Bam, Raketensequenz bam, starten. Bam, 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 bam. Systemausfall. Bam, bam. Leben. Ein interessantes Konzept, aber von Grund auf fehlerbehaftet. Das stimmt. So wie dieses unbedeutende Staubkorn, dessen einziger Nutzen darin besteht, der Schlüssel zum Multiversum zu sein. Ich habe ganze Galaxien aufgrund ihrer Daten assimiliert und nichts zurückgelassen. Sollen sie ihre Heere ruhig ausbauen? Mit geraubten Kräften, die ihnen in der Zukunft die Niederlage brachten? Können sie letztlich nur scheitern. Ist eine Aussage. Ich bin Brainiac. Und die Erde wird mein sein. Was ich lustig finde, dass die Brainiac hier immer so menschlich darstellen. Also Brainiac ist doch eigentlich...
Vom Planeten Krypton? Eine erschaffene Supercomputer, oder? So kenne ich es zumindest aus der Serie. Ich weiß nicht, Comics habe ich, wie gesagt, nicht so viel gelesen. Muss ich jetzt hier runter oder muss ich... Nee, zum letzten Standort zurückkehren? Ja, gut. Hätte falsch enden können. Ja, möchte ich bitte. Schon wieder voll, ey. Kann doch nicht sein. Der Teil kann weg. Ja. Der Teil kann weg. Ja. Die sind eigentlich voll gut dafür, dass die Stufe 4 sind. Das kann weg. Das finde ich toll, wenn sie mir immer was aufrufen und dann doch nicht reden. Schöne Sache. So, drücke J. Boom! Die Taya Al Ghul sieht auch sonst besser aus. Um ehrlich zu sein. Achso, hier bei Kampfkunst, ich habe gar keine Ahnung. Genau, das werde ich jetzt mal kurz, ganz kurz machen. Ich habe dafür eine App, wo ich nachgucken kann, welche Rollen ich denn hier am besten ausüben sollte. Hm. Warum reden die eigentlich nicht? Die rufen aber halt auf. Die Society gratuliert, bla bla. Aha. Die Society gratuliert dir. Brainiac wurde besiegt und Lex und Cadmus haben ihr wertvolles Kryptonit wieder. Ich werde deinen Namen in Erinnerung behalten. Wir sprechen uns wieder. Hat mich letztens ein Zuschauer gefragt, wie viele Stimmen ich habe. Ich hoffe nur eine. Die klingen manchmal ein bisschen anders, aber sonst. Nun. Wir sind Tank dann, oder? Sind wir Tank? Ich glaube, wir sind Tank. DPS, Tanking, Controlling, Healing. Ja, wir sind Tank. Most important. Health, Defense und Dominance. Health. Ja, da hatte ich mir schon fast gedacht. Health, Defense, also Health haben wir nicht gemacht. Dominanz haben wir nicht gemacht. Gesundheit, genau. Ja, ich weiß nicht, sollten wir Gesundheit gleich als erstes alles voll ausmachen oder erstmal so Defense und Gesundheit? Mal so. Ja, ich müsste eigentlich mal gucken, was man bei Fliegen alles so machen kann, weil die Sachen gefallen mir jetzt nicht so zwingend. Ach, hier unten kommen... Hier unten? Nicht hier hinten, sondern hier unten kommen bestimmt geile Sachen. Ja. Nahkampfwaffe haben wir. Das ist eine gute Sache. Drücke J. Kopfgeld auf Full House. Sollen wir das machen? Ja. Kopfgeld, Helden von Gotham. Nö. Star am Ende, Stufe 17er. Ich würde gerne noch eine Instanz davor machen. 8 Spieler können wir nicht. Area 51 haben wir gerade gemacht. Gorilla und Haifen, Mondbasis. Würde ich mich gerne einschreiben. Da schreibe ich mich einmal ein. Bereit bin ich auch. Dann würde ich sagen, los geht's, wenn ihr bereit seid. Wie gesagt, ich bin krank. Ich darf das. Lasst mich in Ruhe. Genau, mit diesem Fliegen. Du haust überall gegen. Eigentlich mit Fliegen denkst du so, ey, float alles. Ey, ich schau da nirgendwo gegen. Du haust ständig irgendwo gegen. Krieg so einen Hals. Die andere Tür ist da hinten, genau. Da ist Gotham Nachtclub im Burnley. Burnley, Burnley, Burn. Burn, Motherfucker. Burn. Ja, der Würfel. Ach ja. Wir können ja mal die Rüstung reparieren, falls es überhaupt notwendig ist. Ich bin zwar beschäftigt, die ist aber ja hier so voll billig natürlich. Bei den, zu verkaufen. Wenn ich überlege, dass wir bei der Stufe 30er Rüstung 900 bezahlen, aktuell noch. Ich weiß nicht, wie hoch das noch gehen wird.